Finale gegen Sechel und ich zieh das dritte frei los. Nubi, Läufer und Sechel, ich zähle drei Hos. Mein Style ist zeitlos, du bist Standard wie nen Freistoß. Die Kinder haben gegen mich den Schwanz eingezogen. Könnte Hundi Deutsch, wärst du doch schon im Viertel geflogen. Sechel ist scheinbar im Stimmbruch, seine Stimme ist unangenehm wie Kotnaschers Geruch. Du bist so Standard, nicht einmal Retro fällt was zu dir ein. Sogar Läufer bricht dir in nem Fight dein Bein. Du bist ein Rexy-Verschnitt, weil du dich hinter nem Wallpaper versteckst. Und ich warte darauf, dass du endlich checkst, dass du hier am Rexen raps. Sechel, was ein behinderter Name. Die Runde hinterlässt Spuren an dir wie ne Narbe. Retro hat sich verrechnet, oder was sucht der Typ mit Minuspunkten im Finale? Ich hab dich mit dem Part schon umgebracht und dir zur Beerdigung noch nen Gast mitgebracht. Das, was du da machst, das ist kein Gesang. Das, was du da machst, ist einfach schlecht fürs Ohr. Das, was du da machst, ist gar keine Hook. Das, was du da machst, ist einfach nur Schmuck. Laber was wegen meinem Bandana, du machst mich aggressiv wie nem Parkrempler. Eine Minute 24 hast dir ja echt viel Mühe gegeben. Doch gegen mich wirst du nicht mal die ersten 20 Sekunden überleben. Ein Turnier dabei und du hast nix gerissen, deine Hooks sind richtig beschissen. Halt ich dir ne Knarre an den Kopf, denkst du, ich wäre Nura, denn du siehst ein schwarzes Loch. Gegen deine Gegner hätte ich gar nichts eingereicht, denn gegen solche Opfer hätte sogar nen Ababa nen Sieg erreicht. Sechel vor ner Schlägerei ähnelt der Kuba-Krise, er will ne Bombe verteilen, doch er beruhigt im Endeffekt die andere Partei. Du hast 2018 bei Entra für nen Feature gelutscht, doch abzuliefern ist dir nicht gelungen wie 1924 Hitlers erster Putsch. Ohne Retro seine Sympathie wäre dein Traum vom Sieg doch einfach endgültig futsch. Das, was du da machst, das ist kein Gesang. Das, was du da machst, ist einfach schlecht fürs Ohr. Das, was du da machst, ist gar keine Hook. Das, was du da machst, ist einfach nur Schmutz. Wie willst du mich besiegen? So ein Opfer lass ich an der Seite liegen. Nun wird er gediegen aus dem Battle fliegen. Wie willst du mich besiegen? So ein Opfer lass ich an der Seite liegen. Ich will wissen, was du mit deiner Scheiße erreichen willst, denn deine Runden sind extremst ekelhaft wie ein Scheidenpilz. Und ich verstehe auch nicht, warum in einem Battle-Turnier Videopflicht ist, wenn im Endeffekt doch jeder die Regel bricht. Und wo wir gerade bei Regeln brechen sind, wieso kommt dein Spaß mit verspäteter Abgabe weiter, während andere sich den Arsch aufreißen und trotzdem an einer 2-Wochen-Frist scheitern? Wegen dieser Frist sind Leute geflogen. Nubi, doch Läufer, im Endeffekt trotzdem bedeutlose Idioten. Und so ein Spaß, der die Regeln bricht, ist jetzt im Finale. Retro. Du weißt, wer gewinnen muss. Du hast keine Wahl mehr. Das, was du da machst, das ist kein Gesang. Das, was du da machst, ist einfach schlecht fürs Ohr. Das, was du da machst, ist gar keine Hook. Das, was du da machst, ist einfach nur Schmutz. Ja, Ole, haben wir dich gefickt? Jetzt kannst du wieder auf dem Weg zur Schule 187 hören im Bus. Und viel Spaß beim Fahrradfahren.